Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dunkle Schatten. Wir befinden uns jetzt im Tag 5, der letzte Tag in diesem Spiel. Und schauen wir doch mal, was es hier so Neues gibt und was es zu tun gibt. Ah ja, also seine Mutter ist auf jeden Fall schon mal wieder da. Das ist doch mal nicht schlecht. Ein paar Tage, das war jetzt nur einer. Und seit 5 Tagen nichts gegessen, also ich weiß ja nicht. Stimmt, die Einweihung ist ja auch noch an dem heutigen Tag. Na, da bin ich mal gespannt, was uns da noch alles erwarten wird. Wir gehen erstmal ins Wohnzimmer, weil da wird dann hundertprozentig erstmal... Ah. Das Telefon klingeln, wollte ich sagen. Aber er ist ja sofort rausgegangen. So, na, was habe ich gesagt? Das Telefon klingelt. Wie jeden Tag, wenn wir zum ersten Mal hier reinkommen. So, was gibt's denn diesmal für ein Gespräch? Okay. Und der will uns anscheinend treffen. Interessant. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber jetzt erstmal zur Stadt und schauen wir mal, ob im Jugendzentrum was zu tun gibt. Wahrscheinlich jetzt immer noch geschlossen. Nein, noch nicht mal. Wie sieht's denn aus? Okay, also wieder keine Hilfe nötig. Na gut. Irgendwie überrascht mich das nicht so wirklich. Naja gut. Dann mal nichts wie raus. Dann schauen wir doch gleich mal beim Monopol vorbei, hätte ich gesagt. Im Krankenhaus könnte man auch mal vorbeischauen, wie es Dings geht. Ah, da ist er ja schon. So. Was gibt's dann? Was wolltest du dann? Wir sind freundlich. Wir sind freundlich. Auch wenn das eigentlich nicht verdient hätte, aber trotzdem. Okay. Erzähl mal, was los ist. Okay. Wer hätte das gedacht? Hm.
Und wie sieht's bei ihm zu Hause aus? Wahrscheinlich auch nicht viel besser, oder? Soll man gleich so freundlich sein und ihn einladen quasi? Oder soll man erstmal fragen, wie wir ihnen helfen sollen? Fragen wir einmal, wie wir helfen sollen. Dachte ich mir, dass dann das nächste Gespräch gleich kommt. Na los, schieß schon los. Na gut, dann müssen wir es wohl versprechen. Haben wir keine andere Wahl. Okay. Okay, das heißt, wir müssen in den Wald reingehen. Okay. Wahrscheinlich in der Einweihungsparty. Okay, und wenn sie uns erwischen, dann geht's uns nicht weniger dreckig. Gut, allerdings, wie kommen wir jetzt dahin? Haben wir was zum Zeichnen da? Ich glaube im Moment gerade nicht wirklich. Den Weg, also alleine finden, das tun wir das definitiv nicht. Weil wir haben es ja schon mal probiert, durch den Wald zu gehen. Wir brauchen eine Karte. Aber wir haben nichts dabei. Mit den Sprühdosen wahrscheinlich eher nicht. Da könnte man natürlich Dings drauf machen. Aber wir bräuchten noch einen Stift. Hat vielleicht Anja irgendwas für einen Stift zufällig vorhanden? Genau das meinte ich. Wie praktisch. Wir haben doch was. Moment. Gut, jetzt noch ein Fetzen Papier. Also da hätte ich ja gesagt, wir geben ihnen den Zettel hier. Okay.
Und das finde ich auch gut so. Eine zweite Chance muss immer sein. Vor allem, wenn man es dann auch eingesehen hat, dass es absolut daneben war, was man bisher gemacht hat. Nun gut, dann lasst uns doch gleich mal in dieses Ding gehen. Nicht, dass wir da zu spät kommen. Ich glaub's zwar nicht, aber... Ach, die haben sich sogar schon darüber unterhalten. Ah, okay. Falsches Ding. Okay, wir müssen es anscheinend nur anschauen. Und dann geht er automatisch schon da lang, wo es langgehen, wo er langgehen muss. Auch nicht schlecht. So kann man es natürlich auch machen. Ey, die Eule kennen wir doch gerade. Die da gesessen ist. Naja, egal. Da ist sie schon wieder. Also allzu viele Bilder gibt es hier anscheinend nicht. Ach, da haben wir ihn schon. So viele unterschiedliche Waldgebiete gibt es hier anscheinend nicht. Die wiederholen sich ständig. Na gut. Na dann, benutze mal den Schlüssel. Benutze Schlüssel mit Dickicht? Nee, mit Tür. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hoffentlich finden wir die Buttersäure. Ach, Jemine, wie sieht's denn hier aus? Noch ein Ofen. Stangen. Naja, gut, alles, was wir wahrscheinlich überhaupt nicht brauchen werden. Ein Traktor. Na gut, ein Glück haben wir ja noch die Lampe. Ach, nee. Batterien leer. Irgendwie alle. Naja, das ist toll anzunehmen. Das heißt, wir brauchen neue Batterien. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir welche herbekommen. Entweder aus dem Jugendzentrum, dass die... Ah, zur Stadt. Wir können direkt zur Stadt gehen. Sehr gut. Also und auch direkt zum Schuppen. Ich hätte gesagt, hier in dem Laden können wir bestimmt Batterien kaufen. Ja, was ist mit Batterien? Okay, dann halt zum Kiosk. Also ich hätte schwören können, dass der bestimmt Batterien hat. Aber vielleicht hat auch der Batterien. Ja, die großen, okay. Sehr präzise ausgedrückt. Ach, eine gute Frage, aber wahrscheinlich eher nicht.
Und das ist auch gut so. Dafür haben wir ja auch Gerichte. So, ja, beim Dings könnte man ja auch nochmal vorbeigehen. Im Krankenhaus. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Batterie für unsere Lampe. Und ich würde sagen, hier machen wir auch Schluss. Wahrscheinlich könnte es sogar sein, dass es in der nächsten Folge die letzte Folge sein wird. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das noch dauert. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es nicht mehr allzu lange ist. Naja, gut. Schauen wir einfach mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.